Oh ja, geil. Ich weiß aber schon, was das ist. So, pass mal auf. Sie gucken, sie starren sich gegenseitig in die Augen. Mario, sie ist ein bisschen schüchtern. Guck mal kurz weg, okay? So, du kannst dich wieder umdrehen. Was zum... Ja, sie hat gesagt, sie wurde hier eingesperrt, seitdem sie ein Stückchen vom Booster abgebissen hatte. Also, yeah! Na, jetzt will sie uns helfen, Mann! Wie aus dem Problem rauszukommen. Gott, ein Chomp. Alter, das ist Bowsers Waffe. Bowser ist eine richtig geile Waffe. Der Chomp, Alter. Sehr schön. Schwing mich einfach auf den Gegner. Sehr schön. So, ist hier oben vielleicht noch irgendwie eine geheime Truhe oder sowas? Egal, Leute, das war cool. Kasi, dankeschön für deinen 14. Resub, dankeschön. So. Eigentlich müsste ich ja nochmal ganz kurz sehen. Was geht denn hier? Sieht hier alle so crazy aus. Ich speichere mal nochmal. Upsi! Denkt man vorher, was ist denn für ein Gegner bist und dabei hat Bowser einfach, ne? Er kann immer gut zureden und dann... Okay, sie hilft uns. So, wenn man da das Timing raus hat, ist auch cool. Sieht auf jeden Fall cool aus. Von der Animation her. Okay, aber bitte, was ist denn jetzt hier los hier? Ist das hier eine Tür? Nee. Oha. Full Heal? Okay. Jo, einfach nur umgeschossen, Alter. Und überall wieder dieses Snip. Wow. Runtergefallen. Sweeten. Truhe 2 direkt links vom Eingangsblock. Eingangsloch. So, hier habe ich die bitte schon ein bisschen rumgesprungen. Ah. Yeah. Dankeschön, Alex. Ups. Komm hier nicht hoch. Muss ich hier echt. Okay. Okay, Bocking hier zu Western Alarm. Das ist bestimmt ein blauen Ding, ist da bestimmt auch irgendwas. Lass ihn gleich runterfallen. Boom! So, lass erstmal auf mich das Blaue hier auffallen. Sieht jetzt doch verdächtig aus. Wisst ihr, das ist hier nischt. Das ist doch mal wieder total fies. Froschmünze versteckt. Hups. Und weiter geht's. Oh! Was ist das denn jetzt hier für... Blaues Feuer! Hast du Geräusche? Warum macht Feuer? Warum soll der Feuer so ein Geräusch machen? Hammer! Lucky? Daneben. Jetzt komm, Bowser! Alter, einfach das Ding einfach geworfen. Boah, W Experience Points. Challenge the System, Alter. Win big. Boah, lose it all. Achso, lucky. Jetzt kann ich meine Erfahrungspunkte verdoppeln. Ja, komm, können wir mal machen, oder? So, find den Yoshi und gewinne. Leute, wo ist der Yoshi? Was war das denn? Als ob das einer von euch gesehen hat. Leute, habt ihr einen Tipp, Leute? Habt ihr vielleicht einen Tipp? Ich hab aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Das ist random, da gibt's kein System. Ist ja super. Dann nehme ich einfach ganz links. Oh, a tie. Okay. Okay, ist ja... Ne, das ist ja gut.
Es gibt ja nur 1 zu 3, dass du das verkackst halt. Ist ja super, denn. Das ist so random irgendwie. Hot Win! Mega Dwayne. Was? Mega Dwayne? Was zum? Was macht denn die da mal für Quatsch? Daneben, ist klar. Lucky! Nicht schon wieder! Ich mach's trotzdem nochmal. So, Bowser, jetzt guck mal hier. Boah, da erstmal das Timing rauskriegen. Da muss ich genau drücken, wenn der trifft. Geht so schnell. I will do it. Find den Yoshi los. Boah, 5-0! The Key! Moon Key. Kriegt man irgendwann Lucky? Alter, der Schaden! Was ist hier los? Erstmal eine Coco. Für so einen random Enemy, wisst ihr? Tja. So ist er nun mal. Ich kriegst du immer Lucky? Ja, kannst aber nicht so viel. Ich mach's nochmal. Vielleicht bin ich genau immer. Ja klar, Mann. Jetzt komm, jetzt haben wir immer verloren. Jetzt verkacken wir. Jetzt ist es richtig. Wir können erstmal nach links gehen. Ne? Oh, das ist wieder mega Drain. Ich hab immer richtig viel Schaden auf einmal. Long. Ja, Alex, das wurde schon im letzten Stream darauf hingewiesen. Dass das System so ist, dass diese Lucky oder Once Again, dass das halt Gegner abhängig hinunter ist. HP Wayne. Nette HP Wayne hier. Hab noch so viele Flowerpunkte. Gott, ist das hier. Was ist das denn hier für ein Raum? Muss ich hier lang? Das ist ein Clown hier da. Bowser, kannst du nicht mitnehmen, dass du ganz vielen so rumschwingen kannst? Flamestone. Schön hier, bist du schön dran geknabbert, Alter. Was? Iron Maiden? Eiserne Jungfrau? Alter, Bowser schämt sich. Hammer Time, richtig rauf mit dem Hammer. Yeah! Schön angeknabbert, Alter. Mario ist gleich da. Yes! Jetzt sind hier so viele. Ich weiß nicht, ob ich hier hin muss, ob das optional ist. Ich glaube, es ist aber optional, oder? Weil hier so viel ist. HP. Okay, da muss eine Eisenbahn. Das ist anscheinend doch der richtige Weg. Warte mal, dann geh ich erstmal zur Schlüsseltür. Zoom-Schuhe! Was sind das denn für Botten? Sind die für Bowser? Geschwindigkeit erhöhen? Für den Healer? Bei Mario ist er. Oder halt Bowser, ne? Weil Bowser ist halt echt langsam. Bowser ist halt so lahm. Aber ich müsste der Healer immer schnell zum Heilen kommen, ne? Ach nee, komm, wir machen einfach hier. Obwohl, Mello ist halt wirklich der Langsamste.
Ahnung. Hier, Mann. Hier, Bowser. Danke. Mann, hab ich richtig schicke Botten. Ist doch egal. So, okay, das war das. So, wie sehen denn meine Erfahrungspunkte aus? Habe ich lange nicht mehr geguckt. Soll ich vielleicht doch nochmal die besiegen oder was? Nächste Level 35, 29, 15. Bowser wäre eigentlich schon fast bei Level 9. Na, mal gucken. So, wo bin jetzt? Kommt er mit seiner Eisenbahn? Chuka Chuka! Mein Booster! Uia, Chuka Chuka! Oh. Ah, das ist meine persönliche Eisenbahn! Oh, du schon wieder! Ich bin erstaunt, dass du es so weit geschafft hast. Also ziemlich erstaunt sogar. Jetzt, wo du schon mal da bist, könnten wir vielleicht... Kannst du vielleicht ein bisschen was für mich bereinigen? Was? Warte, meine Braut sagt andauernd so was wie... Mario, hilf mir, Mario, hilf mir, Mario, hilf mir! Zeigt sie etwa so ihre Freude und drückt sie so ihre Freude aus? Und heute will die heiraten? Warte mal eine Sekunde. Vielleicht ist Mario ja ein anderer Typ. Wow, was, wenn dieser Mario, über den sie andauernd redet, du bist? Versuchst mir also meine Braut zu stehlen, ja? Alter, warum nimmst du nicht das hier stattdessen? Was hilft der mit Bomben? Guck mal, wir können unseren eigenen Booster hier. Toll. Dankeschön, Tassa, dass du einen Sub verschenkst. Dankeschön. Jetzt hat der Typ da Bomben gedroppt. Na, das soll wohl ausreichen. Mir sind die Bomben ausgegangen. Naja, das Spiel wieder heult. Nein, halt nicht. Warte, dieser Booster? Das ist ein ganz schöner Trottel. Nun gut, geh ich mir einfach weiter. Ah! Okay, ich dachte, kann er rauf, aber nö. Boah, so viele! Der Bowser richtig schnell greift als erster an. Schwammkleider! Oh. Hammer! Ey, warum überleben die denn so krass? Daneben. Was? Wildcard? Oh. Sandere. Yes! Der hat da so lange überlebt. Mann. Okay, ich muss aber hier den mal ordentlich damagen. Yeah! Dum-dum-dum-dum. So, vielleicht reicht er denn jetzt noch in so ein Sandere aus, ne? Yes, er ist down. Aussehen. Warum haben die so komische schwebende Handschuhe einfach? Nochmal Thunderbolt! Du musst echt mal was Neues wieder lernen, ey. Thunder ist irgendwie ganz schön schwach, leider. Toano, dankeschön für deinen Resub. Dankeschön. Und das war's. So, Inka würde ich jetzt halt noch machen in den Kampf. Weil es baut sein Level ab. Wir sehen nicht irgendwelche Truhen hier, ey, Mann. Okay, ich kann sogar nochmal speichern vorher, ey. Ist das nett? Hier sind die letzten beiden Truhen. Einer davon ist extrem fies. Hier in dem Raum mit dem Speicherblock, Alex. Oder wo? Nein, verlupft. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mit extrem fies ist, glaube ich, die ist einfach auf der Truhe drauf, glaube ich, ne? Das kenne ich nämlich. Jetzt muss auf die Truhe da raufkommen. Mann, Mario, spring doch! Lappen. Genau. An der habe ich erinnert. Yeah. Goodie bag. So. Leute, ihr werdet lachen, aber damals habe ich das schon mir gedacht fast. Also für mich war dieses Versteck jetzt nicht extrem fies.
Von diesen Truhen auf Truhen gibt es drei im Spiel. Ich erinnere mich auch noch an eine andere. Als ich damals gezockt habe, war mir irgendwie so komisch von wegen, warte mal, hier hoch, hoch, immer höher. Für mich hat es schon Sinn gemacht von wegen, ich kann ja von hier auf die Truhe hochspringen, also warum nicht einfach probieren. So. So, und hier ist noch eine Truhe versteckt. Wo ist denn hier noch eine? Nochmal da oben drauf, oder was? Ganz unten in der Ecke. Full Heal. Okay, dann nochmal speichern. Oh nein. Okay, Leute, gut, dass ich gespeichert habe, weil hier bin ich jetzt nämlich auch an einem Punkt. Jetzt kommt nämlich etwas, wenn ich das versaue, kann ich mir permanent ein Goodie versauen. Jetzt kommt nämlich was, wenn ich da dreimal verliere, bin ich gezwungen, einen Kampf zu machen. Den werden wir dann nicht sehen, aber ich werde es halt versuchen zu schaffen, weil das Goodie ist geil. Guck mal, eine Spielzeugkiste mit Peach-Puppe und Samus-Aran-Puppe. Ist ja süß. Ist das ein kleiner Vogel? Einfach mal rein. Was ist denn los? Hey, da oben ist eine Mario-Figur. Was zur Hölle? Tja, dann nicht. Peach! Mario! Oh, du bist gekommen, mich zu retten. Oh, ich hab schon so Angst gehabt, so ganz allein. Ich war verängstigend allein. Aber jetzt, wo du schon mal hier bist, aber... die Tür öffnet sich nicht? Ich denke mal, ich glaube, wir brauchen Boosters Zauber oder wir brauchen Boosters Zauberspruch, um das Schloss aufzumachen, oder? Ah, was sollen wir denn tun? Shit! Was sollen wir denn machen? Booster kommt gerade zurück, oder? Ich weiß, versteck dich irgendwo und warte, bis er die Tür öffnet. Genau, dieses Versteckspiel jetzt, oh Mann. Verstecken, verstecken. Ja. Du kannst dich hinter den Vorhängen frei bewegen. Viel Glück beim Verstecken vor Booster und seinen Sniffles. Ja, das ist halt so ein Spiel, das will ich halt sehr gerne schaffen wollen. Wenn nicht, ne, versuche ich es halt nochmal, weil ich würde es jetzt sehr gerne schaffen. Oh, war ja, ey. Was? Sollen wir nicht irgendwie uns um das Mädel Sorgen machen? Richtig! Jetzt, wo das Mädchen in mein Leben getreten ist, was glaubt ihr, wer sie. Wo glaubt ihr, sollte ich sie heiraten? Na? Nur sagt schon! Eine Heiratszeremonie würde eine großartige Party machen! Eine Party! Geil! Wir hatten schon lange keine mehr davon! Das wäre lustig! Also, was ist denn eine Party? Naja, du trinkst Punsch und isst Kuchen. Also, glaube ich zumindest. Punsch saufen, Kuchen essen, das klingt kompliziert. Ja, alles auf einmal? Ich weiß nicht, ob wir, die Energie, was... Ich weiß nicht, ob... If I can master the energy to do... Ich weiß nicht, ob ich diese Energie dafür aufbringen könnte. Naja. Gehen wir das nochmal Schritt für Schritt durch, ja? Also, es ist Hochzeits... Reassembling... Rehearsal Time. Ey, das sind englische Wörter, wann benutzt man die denn? Was? Rehearsal? Rehearsal? Also, nochmal... Hochzeitsbesprechungszeit einfach. Keine Ahnung. Okay, also die spielen jetzt nochmal durch. Oh nein. Jetzt beginnen wir mit der Zeremonie. Also, los, ne? Lauf Seite an Seite. Und, ey, irgendjemand macht, muss hier lachen. Eine wunderschöne Braut. Ey, die spielen so dumm durch. Warte mal! Mario kommt immer genau in dem Moment und ruiniert den ganzen Spaß. Ach, Rehearsal heißt Probe. Ja, okay. Na, konnte ich mir schon ahnen an dem, was man da so sieht. Wir müssen ihn auch in Bedacht ziehen, wisst ihr? Also, jemand geht und holt die Mario-Puppe. Oh, scheiße, was ist die Mario-Puppe? Wie ich hier hinten rumlaufen kann. Ey, die Puppe ist nicht da. So, natürlich ist sie da! Ihr würdet nicht mal Wasser finden, wenn ihr ein Fisch wärt! Scheiße! Sie ist hinter den Vorhängen! Nummer 1, geh und guck mal nach! Oh nein, jetzt ist los.
stumme Mucke. Hilfe! Scheiß Musik. Nö, sie ist hier nicht. Mann, ey. Ihr könnt doch nicht einfach so rumfliegen. Ich würde niemals meine Mario-Figur verlieren, ihr Trottel. Nummer 2, du guckst auch mit. Hey Jan, danke schön für deinen Stufe 2 Resub. Noch einen Monat, da bist du schon 3 Jahre dabei. Dankeschön. Jetzt gucken sie zu zweit. So eine Scheiße, ey. Nö, ist nicht da. Einmal muss ich es jetzt noch schaffen. Mann, nee. Nö, ist nicht hier. Wir können nicht aufgeben. Sie muss hier irgendwo sein. Ist richtig dumm. Guck immer in denselben Vorhang. Nummer 3. Jetzt ist es du. Ist dein Zug. Warte mal! Das ist ja besser als eine Party! Guck mal, jetzt komm ich! Ich hab's aber geschafft. So, ne? Hätte ich das halt dreimal jetzt verkackt, hätte ich gegen die kämpfen müssen. Aber so habe ich es jetzt geschafft. Sehr schön. Und das könnte man halt permanent verbessern. Verpassen. Warte mal! Eine Sekunde! Sie ist genau da oben! Ich hab die Mario-Puppe gefunden! Aber ich werde niemals in der Lage sein, sie zu erreichen. Oh Mann, ey. Oh, diese Pein, dieses Leid. Was wollen denn jetzt? Flüchter. Ist komisch. Ich. Ja, Mann, ey. Ich raste gleich aus, ja. Fang an zu heulen. Da, Mann. Oh mein Gott. Oh, du bist ja so nett. Danke, dass du mir meine Puppe geholt hast. Ich will dich belohnen. Hier, nimm das. Ein Amulett. Und das hätte ich halt verpassen können. Sehr schön. Hey, Micha, danke schön für deinen Raid. Hi, Amras. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr freundlich. Ich hoffe, bei dir ist alles super. Hast einen schönen Abend gehabt. So viele Raids heute. Ein Amulett bekommen. Oh, meine Fröhlichkeit übersprudelt gerade so. Wo immer ich jetzt auch hingehe, werde überall freundlich sein. Alles klar, genug ist genug. Los, Mann, wir brechen die Probe ab. Wir gehen sofort zur Sache mit der Show. Alles klar, hier ist das Passwort. Marcel. Einfach mein Dateinamen. Das Passwort ist Marcel. So, gehen wir nochmal schnell speichern vorher. Weil jetzt sind wir ja kurz davor, zur Prinzessin zu kommen. Alles super und Stream war top. Sehr schön. Okay, guck mal, gut, ob das Amulett noch mal kann. Was ist das für ein komisches Ding hier? Ist schon einfach Opus so da. Egal. Equippen. Das Amulett, ja. Großartiges Item. Stinkt aber. Was zur Hölle? Alter, boostet einfach alle Werte.